Hallo zusammen, willkommen zurück bei 7 Days to Die. 20 Uhr, Tag 27. Wir werden heute die Falle weiter ausbauen. Das heißt, ich hatte schon vorbereitet. Wir haben reichlich Lagerfeuer, wir haben Eisenstachelfallen, wir haben Feuerholz. Ich werde jetzt mal alles mitnehmen. Auch den Bomber nehmen wir mit. Dann werden wir die jetzt komplett fertig bauen. Und dann können wir vielleicht in der Nacht schon mal den einen oder anderen Zombie zum Testen anlocken. Schauen wir einfach mal. So, einen nehmen wir mit. Ich würde vielleicht sogar. Nee, das passt. Wir bleiben bei einem. Wir haben noch Mods. Und zwar die Feuermod. Die würde ich dann direkt hier reinbauen. Mal, so hat es nicht funktioniert. Verändern. Guck mal, wir können sogar mehr reinbauen. Was können wir denn noch reinbauen? Was könnten wir denn noch reinbauen? Wir hätten noch diesen Strahlungsentferner-Mod. Ich nehme den jetzt mal mit. Und ansonsten sehe ich erstmal auf Anhieb nichts weiter. Stacheldraht, was ist denn das? Kunststoffsehne? Ich weiß nicht, ob so Metallketten, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Das ist ja nur ein Mod für den Baseballschläger. Guck mal, genau. Strahlungsentferner würde reinpassen. Ist sehr schön. Haben wir den auch gemoddet? Dann heißt es nachher nur noch mal genügend Munition zusammenpacken, etwas Nahrung in die Taschen packen. Und dann machen wir uns mal Gedanken, was wir den Tag 3, ach, den Tag 23, sage ich schon, den Tag 28 übermachen werden. Weil es ist ja noch reichlich Zeit, ob wir noch eine Mission machen, ob wir noch etwas farmen gehen. Ich würde aber eher sagen, wir werden vielleicht noch ein bisschen farmen gehen. Und vielleicht noch ganz kleine Handgriffe an der Rampe machen. Ich hatte oben auch den Käfig fertig gebaut. Kann ich euch jetzt nochmal schnell im Hell zeigen, wie ich das gemacht hatte. So, also das ist jetzt ein ganz normaler Holzkäfig. Ich weiß, der hält nicht wirklich stand, aber er schützt erstmal etwas. Aufpassen muss ich nur, dass ich hier mit der Schrotwaffe nicht hier oben wild umherballer. Auch hatte zum Beispiel der Six hier gesagt, das mit den Fundamenten ist jetzt nicht so optimal, da man hier schlecht durchgucken kann. Da hat er eigentlich recht. Hätte man eigentlich hier so einen Klotz wegmachen müssen und eine Säule reinbauen. Das hatte mich dann aber auf eine Idee gebracht, dass wir einfach mal später noch eine weitere neue Falle bauen. Es ist zwar vielleicht etwas spät im Spiel, aber ich sag mal, das Ganze hier, das ist einfach erstmal so ein eine Art Experiment gewesen, um herauszufinden, was wie funktioniert. Ja, so sieht der Käfig aus. Wir können hier hinausgehen und hier vorne können wir dann auch hinaus und wieder reingehen. Das würde so funktionieren. Ach stimmt, Zement wollte ich mal mitnehmen. Zement lag noch im Mischer. Hier müssen wir noch ein bisschen upgraden. Das sollte aber jetzt, obwohl doch, das werden wir gleich mal machen. Da müssen wir nochmal zurück. Wenn wir jetzt nämlich die Stachelfallen stellen, dann kann das sein, dass das alles im Weg steht. Also flitzen wir nochmal zurück, holen nochmal unseren Zement und den Klauenhammer. Den hatten wir in einer der letzten Folgen gefunden. Oh, was ist denn hier los? Mein Moped, was macht denn das da oben? Wer macht denn sowas? So, jetzt nicht ablenken lassen. Wir brauchen den Klauenhammer und Zement. Hier haben wir jetzt Betonmischung. Genau, Betonmischung. Nicht Zement, Betonmischung brauchen wir. Stellen wir das Tausender Stack mit. Dann suchen wir mal den Klauenhammer. Ich weiß gar nicht genau, wo ich ihn hingepackt habe.
Habe ich schon ausgerüstet? Habe ich nicht. Rüstung, Munition, Waffen. Hier haben wir die Knarre drin. Der Klauenhammer, Klauenhammer. Ehrlich gesagt, ich weiß ja gar nicht mehr, wie der aussah. Aber ich weiß, dass wir ihn gefunden hatten. Aber wo ist er hin? Hatte ich ihn hier vorne schon reingepackt? Nee. Also die Ordnung bei mir ist wirklich noch nicht optimal. Aber viel mehr möglich. Doch. Hier waren noch mehr Kisten. Nee. Viel mehr Möglichkeiten hatte ich doch jetzt gar nicht. Ja, ist weg. Also weg sein kann er eigentlich nicht. Will er ich sehen? Ich sehe ihn hier nicht. Das ist ein Eisenvorschlaghammer. Gucken wir mal durch. Steinvorschlaghammer. Äxte. Ach hier, das sind die Klauenhammer. Hier haben wir doch. Ein Sechser sogar. Sehr schön. Gucken wir mal, was wir da noch für Mods reinmachen könnten. Ich glaube, so eine Handgriff-Mod. Kräftigter Griff. So, Abnutzung um 25% reduziert. Ich denke, das macht Sinn. Und was anderes haben wir jetzt auch nicht. Nahkampfschaden 18, Reparaturwert 400, Reparaturwert 100. Das sollte schon mächtig viel ausmachen. Ja, ihr merkt schon, ich schneide heute weniger im Video rum. Es ist ja eigentlich ein Let's Play. Ich tue da zwar hin und wieder schon mal Solo spielen, aber dann tue ich meistens Ressourcenfarmen, was jetzt nicht wirklich spannend ist. Von daher lassen wir das heute einfach mal alles drin, spielen hier gemütlich lang hin. Die Platten hier oben, ja. Die Treppe, ja, da habt ihr recht gehabt. Da hätte ich vielleicht lieber Blöcke setzen können, dass die so hoch hopsen müssten. Jetzt hatte ich schon überlegt, wenn wir hier oben nochmal einen Block setzen, dass die hier nochmal aufgehalten werden. Aber jetzt ist es, naja, jetzt beobachten wir das einfach mal. Jetzt ist es getan, gemacht. Ja, das geht doch schon hier zügig voran mit unserem Hammer. Richtig gut am Leveln sind wir dadurch. Boden ist fertig. Jetzt noch diese Wand. Dann haben wir natürlich hier eine richtig massive Grube gebaut. Ich hatte mir auch schon mal Gedanken gemacht, wo können wir denn vielleicht eine komplett neue Basis errichten? Oder wollen wir wieder ein Gebäude nutzen, was ich eigentlich nicht wollte? Ich würde gerne direkt mir einen eigenen Turm bauen, dass ich den wirklich auch so gestalten kann, wie der mir am besten gefällt. Und vielleicht bleiben wir einfach in der Nähe.
Geschafft. Geschafft. Jetzt müssen wir natürlich noch die ganzen vielen Lagerfeuer hier platzieren. Das wird noch ein Akt. Gar nicht, wie wir das am besten machen. Das sind natürlich extrem viele. Mal sehen, ich glaube. Ich glaube, die müssen wir wirklich alle einzeln platzieren. Na gut, fangen wir erstmal den Spikes an. So, die würde ich jetzt hier rechts und links setzen. Und hier jeweils in der Mitte zweimal Lagerfeuer. Wie rum? Das ist eigentlich egal, oder? Aufpassen, dass ich bloß nicht dann selber mal reintrete. So, und jetzt unsere vielen Feuer. So, eins, zwei. Oh, da wollen wir ja oben, wollen wir hier einfach mal noch einen Block setzen. Wollen wir hier einfach mal noch einen Block setzen. Habe ich jetzt leider nicht mit. Dann müssen sie definitiv krabbeln, aber naja, komm. Können wir später machen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das Schaden überhaupt nimmt. Wie viel haben wir denn? Oder wie viel Holz packt man rein? Das ist ja noch die Frage. Vier, sechs, acht Stacks haben wir jetzt. Wenn wir jetzt hier diese 66er einpacken, sollte das passen. So viel Lagerfeuer. Das ist ja Wahnsinn. Okay, und wenn es soweit ist, zünden wir die jetzt an. Bin gerade am Überlegen. Wir haben noch Lagerfeuer. Die könnten wir ja noch hier oben platzieren. Ebenfalls die Spikes könnten wir noch hier oben platzieren. Tja, vier Stück. Machen wir es mal so.
So, ja, Kollege muss auch hierher. Mal. Müsste passen. Ja, müsste passen. So, dann geht's hier runter. Ich hatte hier noch einen Block gesehen. Wenn schon, müssen wir alles upgraden. Was haben wir denn vergessen? Lasst mich mal kurz überlegen. Wir haben immer noch zwei Lagerfeuer. Bräuchten wir nicht. Könnt ja hier noch eins herbauen. Einfach auch, dass man ein bisschen besser was sieht. So, die haben ja bevorzugt, kommen die jetzt hier hoch und wollen dann direkt hier wieder hochkrabbeln. Ja, so meine Stadt klar. Tag 28 kann kommen. Wir sind bereit. Also Upgraden auf Metall werde ich hier nicht machen. Das ist einfach zu viel Metall, was ich hier momentan brauche. Ich hatte jetzt hier mal schon die Fundamente noch, die halben Blöcke weggehackt, dass wir einfach besser laufen können, wenn was ist, dass wir hier wirklich uns ungehindert bewegen können. So, was haben wir drin? 300 Schuss für die AK. Für die Schrotflinte haben wir reichlich. So viel wollte ich jetzt nicht mit herumballern, weil die macht ja Blockschaden. Den Zement lassen wir mal hier. Wir haben noch Holz hier, wir haben Rabatok jetzt hier, wir haben Fleisch hier, warum auch immer. Wir haben Nahrung hier. Aber wir haben noch Eisenstachelfallen. Die müssen wir natürlich noch wohin bauen. Das ist ja zu schade, wenn wir die jetzt gebaut hätten. Na, komm runter mit dir. Ich will die nicht zu weit an die Rampe bauen. Nicht, dass die nachher, ja, das Hochklettern verhindert. Ach, lass mal hier noch eine Reihe hinbauen. Und den Rest, den heben wir uns jetzt auf. Ja, dann würde ich nämlich die Folge für heute schon mal beenden. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat.
War jetzt wirklich eine etwas ruhige Folge. Wir haben etwas weiter gebaut, aber wir sind soweit fertig. Und ich bin da echt mal gespannt. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, dass diese Lagerfeuer so viel Schaden machen sollen. Ich meine, gut, setzt den Zombie in Brand. Nur fangen die an, jetzt da unten zu randalieren? Das bleibt wirklich noch offen, die Frage. Alles klar. Würde ich die Folge wenden und dann gucken wir einfach mal, was wir noch vor der Zombie-Nacht machen. Irgendwas wird mir schon einfallen. Im Notfall gehen wir wieder looten. Und was wir nochmal machen, wir gucken nochmal ganz kurz nach dem Game Stage. 63. Also hat sie nicht viel getan. Und es sollte auch noch nicht so hart werden. Bis dahin, macht's gut.